Da Ruppe da meine Rappfeld, die Stoppeln runter, damit ich da besser nachher eine Grününgung, also es kommt an Bacteria, Saat mache ich da. Und ich mache es, weil gestern habe ich eine Grasmischung gesät ins zweite Rapsfeld, ohne die Stoppeln runter zu schlägeln. Und meine Biomasseimaschine haben wir da beim Striegel etliche Male vermacht. Darum werde ich dieses Problem ein bisschen entschärfen, indem ich da die Stoppeln runterhaue. Jetzt komme ich endlich dazu, da meinen Stall auszumisten. Das ist noch vom Frühling Mist im Stall. Der muss jetzt aufs Feld. Ich verteile den fein mit kleiner Menge, damit die nachher eingearbeitet werden kann und Gründüngung gesät und Raps, auch dort wo ich Raps säen will, gebe ich eine kleine Missgabe. Jawohl. Dieser Talerlader miete ich von einem Kollegen. Ist eine gute Maschine. Geht sehr gut wendig und hat auch gut Kraft. Und Mistsetter, wie immer, gemietet vom Maschinenring. Zwischendurch mal was Gutes für den Bauerhaus. Eine Magnum. Sehr gut. In dieser Hitze. Mit seiner Glasse. Sehr gut. So, der letzte Mist vom Stall geht da aufs Feld. Ja, es ist jetzt halb neun, ne? Schöner Sonnenuntergang wieder mal. Reinigen, zurückbringen und nachher muss ich zu meiner Bewässerung schauen. Auf dem Blumenfeld wird wieder gestartet. Schauen, wie viele Zetter ich da rausgebracht habe. Wir haben da einen Fuhrenzähler. Der Stand ist 3311 Fuhren auf diesem Zähler. Ah, jetzt geht's. Hier eintragen. 13, 11,
jetzt gibt's noch ein Ersiger Bier für den Bauerhausi. Auf dem Blumenfeld trinke ich da mal ein Bier. Schmeckt das gut? Um, kann man es lesen, 20 nach 9, ne? Motor, habe ich da bereits einen Ölwechsel gemacht. Das kann mit der Betriebsanleitung nach 20 Stunden oder so schon mal Ölwechsel. Da habe ich da Öl gewechselt.